Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Ja, wir versuchen hier nach und nach die Leute daraus zu pullen. Und ich hoffe mal, dass jetzt... Also ich habe ihn zumindest getroffen und er ist angefangen loszulaufen. Dass wir jetzt... Ist der denn schon wieder hin unterwegs? Hä? Der ist doch gerade da losgelaufen. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Wir kriegen wahrscheinlich wieder Besuch hier von der Seite. Oder? 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 Hä? Wir werden sowas von überrascht werden gleich. Oder auch nicht? Ich habe den doch gepult oder habe ich einen One-Hit von der Ferne gemacht? Ich glaube nicht. Also wenn es nach der Musik geht, muss hier wirklich absolute Action... da ist er. Ach, jetzt... Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Okay, er ist schon... Okay. So, der fliegt jetzt irgendwo hin. Jetzt landet er. Und jetzt kommt er zu Fuß hergelaufen. So, nochmal speichern. Und dann lassen wir... Da ist schon wieder gleich Action. Oh, nee, die kommen da schon... Hau ab, hau ab. Hau bloß... Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Der war doch eben noch da. Jetzt ist er... Ey, das kann nicht sein. Warte mal. Ich renne ihn mal kurz hinterher. Also das ist definitiv nicht normal. Das ist... Jetzt fliegt er hier bis zum St. Nimmerleins-Tag. Ja, und löst sich wieder auf. Also so kann ich nicht arbeiten. Definitiv nicht. So. Wir probieren trotzdem... Ah, jetzt feuert er wenigstens. Du komm her. Komm her. Komm her. Du komm. Komm her. Oh nein, Ray, bitte nicht! Bitte nicht! Oh. Okay. Ich probier's. Oh, okay. Okay, der darf uns definitiv nicht sehen. Guck mal, die sind nicht im Aggro-Modus. Aber da sind zwei. Hier passen wir besser auf. Ja. Okay, wir kommen hier nicht rein. Es tut mir wirklich leid, wir kommen hier nicht rein, weil wir die beiden nicht ausschalten können. Ah, das ist ärgerlich. Und jetzt wird es auch noch zappen. Duster. Aha. Guck mal, was sie da machen. Das ist ja cool. Da drüben ist noch einer. Das ist ja cool. Ah, das ist nicht so cool. Wo sind wir denn? Okay, das ist hier diese Wanne. Ja, was soll ich sagen? Wir sollten mal langsam wieder gucken, dass wir hier eine Aufgabe kriegen, ne? Oder machen können. Ignadon. Dirk gab mir einen Lagebericht mit der Umgebung. Okay, das machen wir mal.
Das dürfte auch nicht so weit weg sein, weil dazu müssen wir dahin zum Hort. Wir gehen einfach zum Hort. Erst Kita, dann Hort. So. Das ist schön, dass wir das Ding hier gekriegt haben. Sieht schon irgendwie interessant aus. Ich habe mich ehrlich gesagt immer noch nicht dazu durchringen können, zu sagen, wow, das mit der Lava, guck mal, wow. Durchringen. Da fließt es aus dem Berg. Und da hinten auch. Durchringen können, zu sagen, welche Klasse möchte ich denn gehen? Also Berserker definitiv nicht, aber der Rest fehlt mir irgendwie. So, mein Freund, lass mich mal rein hier kommen. Die haben ja auch so ein Ding. Halt, Fremder! Keinen Schritt weiter! Du betrittst den heiligen Boden Kalans! Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten. War ja klar. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Wie kriege ich denn, Oh, wollen wir ihn bestechen? Warte mal, erstmal. Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. Kannst du nicht für mich eine Ausnahme machen? Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben. Wie werde ich von einem Suggestor auserwählt? Finde einen, der dich für würdig erachtet. Wir haben rekrutierende Suggestoren im ganzen Land. Rainer zum Beispiel, er rekrutiert Männer in ganz Abessa. Aber auch er wird nur Leute rekrutieren, die keiner Gemeinschaft angehören. Also kann man nicht mehrere Gemeinschaften gleichzeitig beiwohnen, ne? Hier, ich hoffe, das reicht, damit du mich durchlässt. Vergiss das ganz schnell wieder. Behalte dein Elixit. Das kannst du vielleicht bei den Outlaws versuchen, aber hier herrschen klare Regeln und die werden nicht gebrochen. Aber wenn du unbedingt ins Lager willst, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Ich Aha. mache eine Ausnahme und lasse dich in den Hort. Allerdings werde ich irgendwann einen Gefallen von dir einfordern, den du zu meiner Zufriedenheit erledigen wirst. Und wie soll dieser Gefallen aussehen? Das wird sich zeigen. Ich bin mir sicher, dass du einiges für mich tun kannst, wenn du hier bist. Aber darüber brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken zu machen. Na, okay. Alles klar. Gut, wir haben eine Abmachung. Bevor ich dich reinlasse, muss ich dich noch über einige Dinge informieren. Och, nö. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Was? Das gilt natürlich nicht für Elexit-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Das ist aber nicht so toll, hä? Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe bei der Lavagrube rauf.
Er ist meist irgendwo da oben. Tja, Xander. Ich bin mal gespannt, was er für Gefallen einfordern wird. Guck mal, das sieht nach Essen aus. Aber schön sieht's aus. Wenn jemand versucht, mich zu perforieren, zähle ich auf dich. Du willst, dass ich deinen Mist ausbade? Nein, aber du hast das Kommando. Und du schleppst mich in die Höhle des Löwen. Mach dich locker. Kleriker. Achso, ich wollte schon gerade sagen, was? Kleriker sind auch hier, aber. Oh. Warte mal, ich speichere mal ab. Oh, wir werden gerade beobachtet. Was willst du hier? Ja, nix. Alles in Ordnung. Was ist das hier? Läufst du mir nach, oder was? Ich sehe dich, klar? Ja, doch. Alles Bombe, ne? Boah, ist das riesig hier. Wo sind wir denn eigentlich jetzt? Wir müssen doch den ganzen Weg jetzt hier langlaufen, okay. Wer kommt denn da? Hallo? Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nee. Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Genau. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Ach. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Aber du bist ziemlich direkt. Ja. Ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Okay. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Abid gehört? Nee. Nein, sollte ich das? Oh ja. Er ist der Begründer unseres Ordens. Ach so, der. Grund, warum wir existieren. Erzähl mir etwas über Abid. Nun, ich weiß zwar mehr als die meisten hier, aber längst nicht alles. Ich fange am besten von vorne an. Geboren wurde er vor circa 200 Jahren und er war der Erste, der von Kalan erleuchtet wurde. Nach dem Meteoreinschlag hatte er die Bürde und das Privileg, die Menschheit in eine neue Zukunft zu führen. Doch nur ein Teil der Hoffnungslosen war bereit, sich unter seiner Führung zu sammeln. Was aus dem Rest geworden ist, sieht man am ehesten, wenn man nach Tavar blickt. Ja, und? Und weiter? Dass wir die Nachkommen derer sind, die treu an seiner Seite waren, hatte ich ja schon erwähnt. Er und ein paar Auserwählte lehrten den weniger Wissenden, die Technik zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl unsere Gemeinschaft klein war, konnten wir uns mit ihrer Hilfe vor der Niedertracht der gottlosen Menschen wehren. Gottlos. Ich meine, die Kleriker sind eigentlich cool. Die Klamotten sehen cool aus, finde ich, also gegenüber den Alps. Und Waffennutzung ist auch erlaubt. Aber das Problem ist, oh mein Gott, dieser Glaube, Fanatismus da. Wann ist er gestorben? Einige glauben, dass er noch heute unter uns weilt, obwohl das Unsinn ist. Schon zu Lebzeiten haben einige Ungebildete ihn in den Gottesstand heben wollen. Er hat dieses aber immer von sich gewiesen. Vielmehr ist es so, dass er seine Zeit hat kommen sehen. Den Überlieferungen nach hat ihn die Trauer über die Uneinsichtigkeit der Menschen von innen zerfressen. Und als er denen, die sein Wort hören wollten, alles gesagt hatte, ist er in das große Licht gegangen. Ach so. Was genau das große Licht ist, darüber streiten sich noch heute die Gelehrten. Ein Teleporter, wa? Manche sagen, er ist in den Himmel zu Kalan aufgestiegen. Wieder andere, dass er zum Grunde des Kraters aufgebrochen ist. Aber jetzt habe ich mich in meiner Erzählung total verrannt. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes.
Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Mhm. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Okay. Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Okay. Wer sagt, dass ich dir helfen will? Niemand. Ich weiß auch, dass die Aufgabe sicher nichts für die Geschichtsbücher ist. Dennoch bitte ich dich darum. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Eine richtige, wirklich richtige Einstellung. Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Okay. Bring mir etwas bei. Gut. Was kann sie denn beibringen, was wir auch lernen könnten? Nichts. Vor allem, sie heißt Eva, okay. Hallo, Eva. So, und was ist das hier? Sie trinkt erstmal einen Schluck. Geldbündel. Jetzt kommt sie aber wieder rein hier. Ach Gott. Die sind aber auch alle so misstrauisch. Die denken immer, dass ich gleich was klauen will oder so. Du benimmst dich hier besser. Ja, ja. Weißt du, mich gerade hier umgarnen und beschmeicheln und dann hier einen auf Stress machen. Wow. Ich dachte, da fährt gerade eine Tretmine. Boah, ist das verwinkelt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, irgendwo da oben muss ich hin. Warte mal, ich speichere mal. Guck mal hier, Basalt. Da irgendwo, okay. Okay, ich muss einen Zwischenweg einschlagen. Wahrscheinlich da oben drauf. Dazu muss ich aber erstmal kurz warten, bis ich wieder ein bisschen Power habe. Und ich hoffe, das reicht. So. Dreh, das machst du super. So, wie Sie sehen, wo hier nicht irgendwelche Sachen liegen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich kann nämlich hier nichts machen. Ui. Wie komme ich denn da rein? Da vielleicht. Nee, das war keine Tür. Verdammt. Das war eine Tür.
Wie komme ich denn da rein, Mensch? Von hier unten bestimmt auch nicht. Hier muss es da irgendeinen Eingang geben für das Teil. Wahrscheinlich von hinten, ne? Nach dem Gespräch mit Balder habe ich immer einen klaren Kopf. Du weißt schon, woran das liegt, oder? Ja, der Mann hat einfach einen unfassbar großen Erfahrungsschatz. Ich denke, ich lasse dich mal in dem Glauben. Moment, was willst du mir damit sagen? Nichts, nichts. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Oder noch besser, tu mir den Gefallen und sprich bald wieder mit ihm. Wenn du das sagst. Okay. So, dann suchen wir ihn hier mal auf. Hier ist. Achso, Sitzbank. Ich dachte, ich wollte schon was sagen. Das ist nicht ernst. Nee. Solltest du aber. Hier ist ein Hocker. Elexit. Ich klaue mal lieber jetzt hier gerade nichts. Ah, da läuft gerade eine Wache vorbei. Hi. Hi, Balder. Guten Tag. Kalan zum Gruße, Suchender. Was führt dich zu mir? Oder bist du hier, um der Gemeinschaft einen Tribut zu entrichten? Hier für die Gemeinschaft Tribut entrichten, das hatte ich nicht vor. Komm, hier. Hier, für die Gemeinschaft. Ein weiser und edler Zug von dir. Doch zur Sache. Ich kann dir nur begrenzt meine Aufmerksamkeit widmen. Wieso? Meine Arbeit hier als oberster Suggestor lässt nicht viel Freizeit zu, wie du sicherlich verstehst. Nee. Hier ist erstmal der Bericht, komm mal her. Hier, der Bericht des südlichen Außenpostens. Das ist ja interessant. Ich kann mich nicht entsinnen, dass du als Meldegänger einberufen wurdest. Ich musste mir das Vertrauen für diese Arbeit erkaufen. Ah, verstehe. Unter diesem Gesichtspunkt kann das offizielle Prozedere getrost missachtet werden. Da, deine Aufwandsentschädigung. Ja, okay. Du bist ein Suggestor? Ich bin nicht ein Suggestor. Ich bin der oberste Suggestor im Hort. Zu uns kommen all jene, die sich ihren Geist haben vergiften lassen. Sei es durch Elex oder falsche Lehren. Wir sorgen dafür, dass sie sich wieder daran erinnern, was es bedeutet, den freien Menschen anzugehören. Der menschliche Geist ist ein Geschenk. Wir sollten ihn nicht mit Elex verseuchen. Das stimmt, das stimmt. Was genau ist Suggestion? Unsere Implantate ermöglichen es uns, den Geist eines Menschen zu manipulieren. Aha. So sind wir in der Lage, freier Wille, die Hirne der Menschen zu stimulieren, um ihnen Ideen einzupflanzen. Es ist freier eine Wille. Kunst, die nur wir Kleriker beherrschen. Wieso bekämpft ihr die Alps nicht mit Hilfe der Suggestion? Um Suggestion bei jemandem anwenden zu können, muss ein Geist schwach sein. So ungern ich das sage, aber Alps sind psychisch äußerst stabil. Suggestion ist bei einem reinen Alp beinahe wirkungslos. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass viele der Mutanten Schläuche und andere Maschinenteile integriert haben? Diese Teile sind von den Alps dort platziert worden. Wir vermuten, dass sie eine der Suggestion ähnliche Technik benutzen. Ein Chip in den Gehirnen der Mutanten, um sie manipulieren zu können. Ein grauenhafter Gedanke. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Was ist doch nicht Besseres, nein, was die machen? Ich stehe mitten in den Vorbereitungen, einen unserer Gefangenen gefügig zu machen. Da dieses Vorhaben Zeit und Konzentration erfordert, kann ich keine unnötige Störung vertragen. Wenn du mir also wirklich helfen willst, dann halte dich aus allem raus, was mit ihm in Verbindung steht. Finger weg heißt die Mission. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn die Suggestion benutzen können... Bodenliebe. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Ich auch nicht. Und damit den Willen manipulieren und denen was einpflanzen können, was sie nicht wollen, dann
Ja, ist es doch nicht. Raus, aber schnell. Ja. Mach das gar nicht nochmal. Nein, mach ich nicht. Ist es doch nichts anderes, als was die Alps machen und jetzt gerade beschrieben wurde, was die Alps machen, oder? Vielleicht sehe ich das halt auch ein bisschen anders. Ach ja, genau. Wie so laut. Mach ich ja nicht. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Ach. Die da oben werden das schon regeln. Ja, genau. Die da oben. Hat er das nicht? Nee, hat er nicht. Bin mir sicher. Richtig. Was machen wir denn jetzt denn noch? Was ist das hier? Ich hoffe, ihr Da leuchtet jemand da hinten. Ich glaube, der ist wichtig, wenn der leuchtet. Ich habe schon gehasst, wenn mein Bruder im Suff gesungen hat. Dann möchte ich mir das Gejammer hier gerne ersparen. Hocker. Hier geht's doch nach oben. Aber ich guck wieder viel zu viel im Detail. Und eigentlich machen wir gar nichts außer gucken, ne? Da oben ist noch. Ach, das ist. Ist er nicht der Leuchtemensch? Was haben wir hier noch Hübsches? Viele Dinge, die nicht da sind. Wir können nichts mitnehmen. Alles toter Raum. Aber es. es ist natürlich interessant zu sagen, dass. Wie soll ich jetzt am besten ausdrücken? Dass die Kleriker natürlich viele Leute verloren haben und dass es einer Geisterstadt gleicht, weil dann braucht man natürlich nicht so viele NPCs und so weiter dahinstellen. Na, Wache, dein Outfit gefällt mir richtig gut. Das möchte ich eigentlich gerne haben. Nun gut, da oben steht auch noch einer, da unten steht einer. Ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.